So, Leute, nach gefühlt 3 Jahren Pause, das ist wahrscheinlich nicht nur gefühlt, ich müsste es nachgucken, das habe ich tatsächlich nicht getan vor dem Video, es tut mir leid, sind wir nochmal bei Cracker Pack, ein Booster aufmachen, Booster for today. Früher habe ich 2 Booster die Woche aufgemacht, ich denke nicht, dass ich mit dieser Ratio noch mithalten kann. Wie gesagt, man merkt vielleicht aktuell, sind wir so ein paar Formate jetzt auf dem Channel am Probieren. Gucken, was läuft, gucken, was nicht läuft. Ja, dementsprechend gucken wir uns mal hier an. Wir haben hier Gilden von Ravnica. Oh, dieses Geknister. Oh, so schön. So, weg damit. Was haben wir denn hier? Wir haben, oh, das ist ein deutscher Booster. Oh Gott, ich habe nicht drauf geachtet. Die furchtlose helle Badistin. Oh, richtig gut. Radikale Idee. Loxodon Wiederhersteller. Tödlicher Besuch. Defkarian Abtrünnige. Naja. Goblin Schlosser. Das Artwork. Das Artwork. Geil. Ich muss dabei sagen, ich habe jetzt von den neueren Boostern, die ich jetzt so zeige, so eigentlich nie was aufgemacht, weil ihr wisst ja vielleicht, ich bin eher so Legacy-Spieler, für mich sind die Karten daraus eher irrelevant. Ich mache das hier eher zu eurem Vergnügen. Dann Warnsignatoren, die Karte kenne ich. Oh, Electromancer. So schön. Ich habe gehört, den hat man mal im Modern gespielt. Rechtschaffener Schlag. Fügt einer Kreatur 2 Schaden zu. Okay. Und 4 Mana. Ja, das ist ja Quatsch. Oh Gott, so Karten sind hier auch wieder drin. Status und Statuette. Eine Kreatur bricht +1/+1 in Death Touch oder zerstört ein Artefakt und eine Kreatur oder eine Verzauberung. Oh, das ist gar nicht mal so bad. Schlechteres gesehen. Tribunale Konklaven, das war, glaube ich, eine FNM-Promo auch. Oh, Goblin-Kratermacher. Also wenn Steffen das hier sieht, hi Steffen, den wirst du wahrscheinlich gleich bekommen. Gleich bedeutet vor Ewigkeiten. Heilige, das ist natürlich cool. Das ist eine der coolsten Karten überhaupt. Die wird sogar im Legacy gespielt. Die ist... Oh. 2 Mana 2-2. Man kann für 1 Mana opfern, um entweder eine Kreatur Schaden zuzufügen oder ein Artefakt eine farblose bleibende Karte zu zerstören, die kein Land ist. Damit kann man halt Eldrazis zerstören. Man kann Delvern Schaden zufügen. Das Ding ist der Shit. So gut die Karte. Und unsere... Golgari Gildeneingang und Elfritter. Wir haben eine Mythic. Drostani, die Entzweite. 5 Mana 1-4. Andere Kreaturen, die kontrollierst, haben +1/+1. Wenn er ins Spiel kommt, kriegst du 2 weiße Soldatenkreaturen, spielst mit Lifelink. Nein, das bist nicht du. Zu Beginn des Endsegments übernimmt jeder Spieler die Kontrolle über alle Kreaturen, die er besitzt. Ja, gut. Ist nicht bad, tatsächlich. Ich denke, das war okay. Das Pack. Gerade mache, freue ich mich halt tierisch drüber. Denn mit Drostani weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit anfangen soll. Aber das ist nicht schlimm. Naja, und hier natürlich der Gildeneingang. Gut. Soviel zu dem Pack. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Blacksteel. Ciao, ciao.